Heyo Leute, kurze Vorabinfo für alle Abonnenten und späteren Abonnenten, die meinen, meine Videos seien gut und sie würden mich gerne abonnieren wollen. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall, wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt und immer auf dem Laufenden sein wollt, welches Video gerade online ist, klickt doch einfach mal alle bitte auf diese wunderschöne Glocke. Dadurch werdet ihr nie ein Video verpassen und seid immer auf dem Laufenden, wenn ich ein Video hochlade. Und ohne weiteres Vorgeplänkle, viel Spaß mit dem Video. Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Zombie Army Trilogy mit mir, Black Beowulfmon und dem Typen, der in mir steht. Nein, das ist DPR The Games. Ich bin in dir. Homoerotik. Ja. Lass ihn mich in dich spüren. In mir. Ach, keine Ahnung. Apoet wird's bestimmt gefallen. Oh ja. Dem gefällt auch alles. Auf geht's. Und soll ich dir dazu oder jeden x-beliebigen Typen aus Köln. Aber soll ich dir dazu ehrlich was sagen? Selbst wir als kleine YouTuber machen uns über Upper Red lustig. Ja. Und das soll schon was heißen. Deine hat nicht mal 10 Abonnenten oder einer nicht mal 1000. Gut, ich hatte tatsächlich mal 1000 Abonnenten. Nirgendwo sind die halt irgendwie weg. Tja, musst du mehr Content machen. Dritte Killcam. Hey, nein, diesen. Keine Ahnung. Während ich dann halt angefangen habe, vernünftig Videos zu produzieren, sind die halt irgendwie welche geflogen. Welche geflogen, gefällt mir. Boah, so vergrault. Ja, deswegen hoffe ich ja, dass das mit dem Koop-Projekt hier, dass wir da euch mal wieder ein paar Leute rankriegen. Schau in das allwissende Auge. Was denn, bitte Pixelgrafik. Alter, leckt das auch gerade bei dir so? Nein. Wir hatten gerade ganz leicht angefangen zu freezen. Nennt man auch Frame Drops. Frame Rate. Übrigens, lustige Sache, die mir gerade aufgefallen ist. Total oft sieht man. Nein, dass total oft in Zombie-Modellen Hitler ist. Friss das! Okay, warum explodiert? Verfickte Scheiße hat die jetzt lange gebraucht zum Explodieren, Alter. Weg ist er. Mist. Irgendwas gefällt mir hier an der ganzen. Das war so klar. In das Buch der Seelen. Toll. Meins. Können wir nur bis 7-8 besetzt wurde und dann einfach die Untertitel abbrechen. Mit Punkt, okay. Punkt, Punkt, Fragezeichen. Hab ich jetzt ja nicht drauf geachtet. Ich hab's eigentlich auch nur so gerade eben super. Normalerweise achte ich auch bei so einem Scheiß auch nie drauf, aber ist mir so aufgefallen, weil die hat zu lange gelabert für die Untertitel. Die gingen halt nach 7, 8, keine Ahnung, irgendwas mit lacht halt nicht weiter. So gut, die gingen weiter mit Punkt, 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 Fragezeichen. Übrigens, so ruckelt's bei mir so ein bisschen. Da ist er noch hinter dir.
Yeah! Pass auf dich, ja. Ich wollte gerade sagen, das bin ich. Nee, das ist eine Trophäe, ich halte ab. Nee, weil du gerade noch versucht hast, mich zu treten, wieder, wo ich die Treppen hochkam. Ich glaube, da leben noch zu viele. Jetzt nicht mehr. Oh, es geht einfach hier nicht weiter. Hm. Ja, es geht hier einfach nicht weiter. Es geht hier weiter, das ist ein Schlauchlevel. Das Zombie Army Trilogy, das sind Schlauchlevels. Natürlich geht's hier irgendwo weiter. Ja, das stimmt. Irgendwo ist gut, aber nicht da. Ich bin nämlich auf der anderen Seite. Gerade echt nur noch ein zappelnder Körper. Ein zappelnder Torso. Wieder hier eiskalt. Aber es ist gut, dass man da in der Schrotflinte brauchst du gar nicht mal in die Ironside zu gehen. Willst du mich verarschen? Irgendwas stimmt hier nicht. Pass auf, jetzt ist der Buch der Seelen da unten beim großen Pentagramm aufgetaucht. Würde ich aber feiern. Was für ein Buch der Seelen? Ja, das sollen wir suchen. Sag mal, achtest du überhaupt auf was? Nein. Habe ich mitgekriegt. Dann sag mal, wo geht's denn hier lang? Weiß ich nicht, aber hier gibt's Muni. Im Übrigen, wir sind auch schlau. Wir sollen nach dem Buch der Seelen gucken und rennen in der Bücherei rum. Was machen wir falsch? Wir denken nicht wie Nazis. Nein, wir sollten einfach mal die scheiß Bücherregale abklappern. Das, was ich gerade mache. Hier ist aber nichts. Kannst du nichts anklicken. Bei mir war hier auch nichts. Also ich habe jedenfalls jetzt nichts gesehen. Wird irgendwo in den Arealen sein. Geht nicht auf. Ich denke mal schon, das wird schon irgendwie auffällig sein. Das wird wahrscheinlich nicht hier einfach mal so mittendrin irgendwo sein. Wäre allerdings sinnvoll, wenn das irgendwo in der irgendwo zwischendrin rumliegt. Wäre auch mal wirklich was komplett anderes. Als wie ein Raum, da ist das Buch und eine Horde von Zombies bewacht ist. Ja. Weil wäre so. Naja, es wäre witzig. Weil es mich verwundert, dass die Lache immer lauter wird. Ja, sie lachen uns aus, weil wir failen. Ja, wahrscheinlich. Weil wir zu blöd sind, so ein scheiß Buch zu finden. Ohne dass wir jetzt überhaupt nicht mehr weiterkommen werden. Ich habe eher das Gefühl, dass hier irgendwo noch ein Zombie oder so lebt. Das würdest du hören. Den hörst du ja durchs ganze Level kreuchen und fleuchen. Irritiert es auch, dass ein einziges von den Pentagrammen an der Tür so weiß leuchtet. Ich war, hab's weg. Gefunden. Hast du gefunden? Ja. Wo warten?
Auf der anderen Seite unter der Treppe. Ah, das war der einzige Punkt, wo ich nicht nachgekickt habe, weil ich nicht, nicht gesehen hatte, dass da Bücher standen. Weil ich jetzt erst gesehen habe, wo ich bei dir ankam. Und ach, da sieht auch Bücher. Da kommt jemand. Jetzt, also während es eins der Playparts kommen, das ist ein bisschen. Meine Mutter, stör mich nicht beim Nachladen. Wow. Kontrollpunkt. Das ist alles nur für so ein Scheißbuch. Erstmal Zombies erledigen, bevor wir das ablegen können. Oh, ach du Scheiße. Zu viele Pentagramme, zu viele Siege, zu viel alles. Wir wollen uns jetzt instinktiv in die Luft jagen. Und wieder zu viel. Was ich jetzt nicht in unserem Bier brauchen sagen kann. Explosive Stimmung. Explodieren einfach bloß. Wow. Erstmal an irgendeinen Ort sichern. Freund, erstmal garantiert, dass ich wieder mehr Punkte habe als du. Ja, ich merk schon. Wie immer. Okay, Cam. Okay, Cam. Oh, ich hab gerade einen Zombie durch die Kehle geschossen und dann ist er nach hinten gefallen. Wie ein nasser Sack sich zusammenfallen würde. Wow! Jetzt sieht das wieder los! Mumpenstimmung hier! Ja, denke ich mir auch gerade. Ich muss gerade an Werner Fußballspiel denken. So ein bisschen. Moin, ihr Sportfreunde! Werner muss ich mir mal wieder angucken, das ist so großartig. Oh ja. Ach, mein. Stopp, okay. Oh. Also kill den. Meine Fresse, Alter. Ist jetzt bei der Ruhe? Nein, noch nicht. Ich wollte sagen, Alter, der. Oh. Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passiert. Irgendwo rennt hier aber noch einer rum. Oh, Snipers. Eins. Zwei. Drei.
kannst sie gut daran erkennen, dass die bei denen immer so eine komische schwarze Rauchwolke ist. Ja. Die Schreie fällt mir aber nicht. Ja. Ach, liegt nö. Aber an Siegwert und seinen Holzbeuten. Siggi. Gut, der killt schön, killen Helm da ist der leichter. Eigentlich beschlossen. Was? Komm, Siegbert. Ja, bumm. Das ist nicht Siegbert, der hat keine Monotraue. Das ist Schnöselbert, einfach nur. Alter. Nein, das ist nicht Ruprecht. Da sind zwei von denen. Was, wie, wo? Da haben wir schon mit eben viel zu starke Probleme. Alles klar, Alter, was hat denn der für ein Range? Der trifft mir da von der Entfernung. Kannst du mal entscheiden? Komm, geht doch. So, Nummer 1 ist weg. Ja, ich lenk grad Nummer 2 ab. Hat der noch einen Helm? Der ist hier. Ja, hat er. Na dann. Nicht mehr, jetzt. Weil ich treff den nicht. Lass mal, ich habe auch recht ein Problem mit dem Fischer gerade. Weil der macht jetzt schlauer wie seine Kollegen. Der bleibt nicht stehen. Weg ist er. Die werden generell nicht stehen. Oh, ein Dritter. Und ein Dritter. Jetzt ein Verkacker her. Pass auf, der kommt gleich auf Nummer 4. Endlich! So. Ich muss das alle Buch hier ablegen. Oh, eine Cutscene! Läuft! Yeah! Ist oder fit? Das Wort ist mächtiger als du. Ja, siehste, haben wir ja nicht. Dings ihr habt, die Trophäe vom letzten Ding. Ja, das kann man ja auch. Können wir ja später machen. Noch nachspielen. Ja. Weil ich möchte mal kurz wissen, wie viele Trophäen ich da schon habe. Oh, ich kann ja auch mal. 25%. Oh, ich hoffe jetzt einfach mal, die Aufnahme läuft noch. Hier gibt's auch eine Trophäe. Schaffe eine ununterbrochene 10er Kopfschussreihe. Ist zu Anfang recht leicht eigentlich. Ja, aber da musst du halt wirklich auch richtig gut treffen. Ah. Oder beziehungsweise Glück haben. Ich töte einen Zombie-Sniper in der Luft. Ja, das muss ich noch machen. Hast du ja schon. Yep. Auf den gekriegt. Ja gut, trenne 10.000 Gliedmaßen ab. Ja, kriegen wir hin. Ja, ich würde auch meinen, dass wir die Folge hier wieder beenden. Sonst ist es doof, wenn wir mitten im nächsten erst beenden. Haben zwar eigentlich noch 10 Minuten Zeit, aber... Ja. Scheiß drauf. Ist die Folge heute mal wieder ein bisschen kürzer.
Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Konstruktive und fruchtbare Kritik sind wie immer erwünscht. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt: Der Typ, der seinen Einsatz verpasst. Genau. Running Gag. Definitiv mittlerweile. Auf jeden Fall, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Immer schön feucht bleiben.